Ja, bitte hör auf, ich möchte gerne die scheiß Karte einsehen. Danke. So, hier ist jetzt rechts vor Linksverkehr. Links vor Rechtsverkehr. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, hoffentlich brauche ich hier jetzt nicht allzu viele Unfälle. So, jetzt brauchen wir nur noch 7 Stunden bis da hinten hin. Gut. Jetzt das erste Mal in England. Wow. Geil. Oder etwa nicht. Ist doch was. Ach, fick dich. Mir fällt ein, ich wollte eigentlich nochmal eine Mod-Vorstellung machen. Könnte ich eigentlich auch mal machen, aber ich habe derzeit so viel mit Lego Herr der Ringe zu tun und ja. Seht mir das nach, wenn er nicht alles immer kommt, was ich verspreche. Skyrim kommt dann nach Lego Herr der Ringe. Wirklich? Komm. Ja, weil genau in dem Moment, in dem ich überholen will, kommt ein scheiß Auto. Ist doch scheiße. Es ist doch zum Brechen. Aber naja, was will man da groß machen? Ach ja, ich hatte mich mal erkundigt, was es da für Mods gibt. Und ich habe jetzt leider keinen Mod für eine intelligentere KI gefunden. Wenn ihr einen so einen Mod kennt, schickt ihr mir bitte per PN, weil das fände ich so geil. Dann müsste ich hier nicht immer den Kram machen. Also dann hätte ich da nicht mehr diesen Scheiß mit den behinderten Fahrern. Also ganz ehrlich, wenn ihr da so einen Mod habt oder selber einen Mod schreiben könnt, dass die KI verbessert wird, heißt, dass sie intelligenter fährt, nicht bei jedem kleinen Krambampfel bremst, dann schickt mir den bitte. Der wäre doch extrem, ja, schonend für meine Nerven. Oder würde meine Nerven extrem schonen? Ja, genau. Jetzt habe ich auch noch eine Motorfehlfunktion. Das ist ein doofes Feature mit der Motorfehlfunktion. Ich meine, wir haben doch nur 20% Schaden. Wenn das jetzt bei 50 oder so auftreten könnte, kann ich es ja verstehen. Aber so oder so ist das eigentlich nur ein paar Kratzer in der Karosserie. Mann. Heißt ja nur, es ist ein Fünftel vom Fahrerhaus kaputt. Die Lampen vorne sind eingedellt, zerschellt. Die Motorhaube ist eingedellt. Und der fährt mir hier eindeutig zu langsam. Vollidiot. So. Der Rowdy ist wieder unterwegs. A12 sind wir hier. Gut. Fahren wir mal ein Stückchen schneller. Hoffentlich. Komm schon. Reif mal. Fahr schneller. Komm. Das packst du. Ich bin gespannt, was die in Euro Truck Simulator 3 noch alles mit sich bringen. Aber das erste, ja, die erste Mod-Vorstellung, die ich wahrscheinlich drehen werde, ist über den Wettermod oder dass das Ganze mal winterlich wirkt. Ja, ich denke mal, das wäre die erste, die ich dann drehen würde. Und dann über die bessere Beleuchtung. So, wieder Fernlicht anmachen. Nicht damit ich hier noch irgendwie Strafe zahlen muss. Nach Fernlicht an und fahr langsamer. Toll. Noch nie wieder Fernlicht an. Tanken könnten wir mal tun. Könnten wir mal machen, so. Also wir könnten mal tanken. Tanken könnten wir mal machen, tun. Muss ich jetzt hier runter für, oder? Nee, gar nicht. Erst da vorne. Ja, hier. So, dann bremse ich schon mal, dass ich da auf der Tanke nicht mit Vollspeed anrausche. Nein, ein Schmied hätte mir gefehlt. Und Eingabe. Dann tanken wir mal auf. Wenn ich jetzt getankt habe, kann ich die den Tankpreis dann eigentlich auch wieder rückgängig machen. Heißt, ach nee, ich wollte doch nicht tanken. Wenn mir das hier zum Beispiel zu viel Geld ist oder sowas. Geht das? Glaub nicht, oder? Indem ich dann da vielleicht rückwärts rausfahre. So. Ja, das müsste ich mal probieren. In meinem privaten Spielstand. Privat spiele ich das Spiel aber kaum noch, weil, ja, ich habe so viele andere Spiele derzeit. Ja gut, ganz einfach, Lego Herr der Ringe frisst viel Zeit. Die Aufnahmen sind da immer etwas größer, weil ich das Spiel einfach faszinierend finde.
Eurotruck frisst auch hier diese Aufnahme. Es frisst eigentlich jede Aufnahme immer Zeit. Dreiviertel Stunde pro Fahrt zieht sich da eigentlich immer dran. Und ja, deswegen möchte ich da nicht groß rumhampeln. Letztes Mal war es sogar eine Stunde für die Fahrt dran. Und privat noch zu spielen, sagen wir mal, habe ich schon 3 Stunden weg, das Spiel noch 4 Stunden mit dem Reinhard. Und dann muss ich eine Hausaufgabe machen und so ein Kram. Da bleibt einfach keine Zeit mehr, das Spiel privat zu spielen. Deswegen ist der Let's Play-Spielstand mittlerweile viel, viel weiter als mein privater Spielstand. Aber wenn ich mal mehr Zeit habe, dann kann sich das vielleicht ändern. Oder ich meine, ich spiele das Spiel ja sowieso hier im Let's Play. Da brauche ich das ja nicht unbedingt privat zu spielen. Hin und wieder habe ich auch mal Lust auf andere Spiele, zum Beispiel Skyrim oder. Ja, Skyrim spiele ich halt auch sehr gerne noch immer. Was spiele ich noch so gerne? Star Wars The Old Republic, genau. Das spiele ich auch noch relativ gerne und ja, Minecraft Brickforce. Brickforce müsste ich auch mal wieder hochladen, aber das kommt dann Mittwoch, nächste Woche Mittwoch, genau. Da kommt Brickforce dann wieder und dann ist ja so ein direkter Ablaufplan. Heute, also die Aufnahme, die wird am Samstag hochgeladen, zumindest der erste Part davon. Und Sonntag kommt Minecraft, Montag kommt wieder Eurotruck. Dienstag habe ich dann den normalen Uploadplan. Dienstag tritt dann der normale Uploadplan in Kraft. Und ja, das werde ich dann so tun. Tun. Und dann kommt Lego Herr der Ringe fast täglich, nur samstags und sonntags nicht, weil da Brickforce kommt und mittwochs nicht, weil da auch Brickforce kommt. Aber mein, das ist ja eigentlich auch egal. So, fahr schneller, Truck. Schaut mal, ich meine, ich habe jetzt hier auch schon wieder ewig lang gelabert, bestimmt 3-4 Minuten oder ich sag mal 2-3 und das frisst halt schon Zeit, das Projekt hier. Das ist gerade das unzeitaufwendigste. Also hier muss ich, also wenn ich hier eine Aufnahmesession mache, dann bin ich eigentlich dazu gezwungen, immer eine lange Aufnahmesession zu machen. Deswegen spiele ich auch hier nur, wenn ich Lust habe. Bei Minecraft, da kann ich auch sagen, okay, heute habe ich nicht ganz so viel Lust auf Minecraft, aber du ja, möchtest halt nur aufnehmen oder musst aufnehmen. Und ja, dann spiele ich halt nochmal 1/4 Stunde Minecraft und mit 1/4 Stunde, da habe ich eigentlich immer Lust auf jedes Spiel. 1/4 Stunde halte ich bin bei jedem Spiel noch aus. Vor allen Dingen bei Minecraft, da habe ich dann ja immer. Da habe ich dann manchmal Denkblockaden, weiß ich nicht, was ich bauen soll, aber das habe ich auch so, wenn ich Lust drauf habe, weil ich habe mittlerweile schon so viel gebaut. Das sind jetzt 200 Parts, die ich hochgeladen habe. Und auch aufgenommen. Und davor habe ich ja auch noch ewig lang was gebaut und. Also das dauert schon ewig. Projekt, das war ja mein erstes Projekt damals, das alte Let's Play hatte 89 Parts, Minecraft Wild hat 200, dann habe ich noch 2 Serverlet Shows hochgeladen, dann hatte ich noch, was habe ich noch, genau, 9 Folgen Together mit Pitt und Maurice, was hatte ich noch, ja, hier mit Uwe habe ich auch noch das Minecraft Together am Laufen, da nehmen wir nun nicht weiter auf, das hatte ich hatte ich nicht noch irgendwas anderes von Minecraft. Ja, ein Mod-Review, nee, ein Server-Tutorial für das Dragon Travel Plugin habe ich damals für guten Server gemacht, damit die Leute wissen, wie man das bedient. Und ja, damit die, weil es haben mich immer Leute gefragt, hey Chewie, kann ich auf dem Drachen fliegen? Du fliegst immer auf dem Drachen. Ja, habe ich gesagt, dann musst du das und das tun und ja. Dann ging das. Aber der Aragorn-Server von Boom, der ist ja derzeit leider offline. Weiß ich nicht warum, er hat da irgendwie nicht mehr so viel Lust drauf. Wir haben jetzt die private Welt, wo ich, Reinhard und Boom drauf spielen dürfen. Meistens spielen Reinhard und ich drauf. Und da machen wir dann ein bisschen. Und deswegen werden davon demnächst auch mal ein paar Let's Shows kommen, genau. Heißt, ich werde Let's Shows von unserer privaten Minecraft-Welt machen. Und ja, in der nächsten Stadt. Ich wollte gerade sagen, in der nächsten Stadt repariere ich mich dann mal. Oder wenn wir angekommen sind, in der Stadt, zu der wir hin müssen, werde ich mich reparieren. Und dann seht ihr mal, wie viel das eigentlich kostet. Also bin ich bestimmt wieder 10.000 los. Und ja.
Ach ja, sorry, wenn, weil viele fragen mich auch an, hey, darf ich mal bei Brickforce mitspielen? Wenn ich dann nicht antworte, dann, ne, einfach nur, weil ich, ja, nicht immer Lust habe, darauf zu antworten. Ich frage mich eigentlich jeder, hey, darf ich mal bei Brickforce mitspielen? Ich meine, im allerersten Part von Brickforce habe ich gesagt, wie ihr bei Brickforce mitspielen könnt. Ihr addet mich einfach in Skype und schreibt mir dann dort eine Nachricht. Ich meine zumindest, dass ich das so gesagt habe. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich. Ja. Aber einfach in Skype essen, da heiße ich Chewy Films. Saukreativer Name. Auch total weit hergeholt. Also, ja. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ah ja, genau, von Gaming Now, die Leute wollten auch, dass ich auf deren Server von so einem komischen Plugin, ich habe vergessen, wie das heißt, Technical Plugin oder sowas, und noch Let's Play auf deren Kanal hochlade, das könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich weiß aber nicht, wie häufig das kommen wird, weil, ja, ich habe ja 3 Videos pro Tag. Ich werde oft um 18 Uhr erst mit den Hausaufgaben fertig oder, ja, kommen dann erst von der Schule. Dienstags habe ich halt manchmal öfters Zeit, aber auch nicht immer. Letztens musste ich ja zum Elternsprechtag. Oft spiele ich dann mit dem Reinhard. Das habe ich auch ganz oft das Problem, dass ich da über einfach das Rennen vergessen, während ich mit dem Reinhard spiele, aber naja. Ich will mal wieder zur Musik hupen. Warte. Na klar, schaffe ich nicht. Das ist mir gerade zu kompliziert. So, und dann fahren wir mal. Wir fahren schon die ganze Zeit, aber fahren wir mal weiter. Na egal, ich finde das. So, dann fahre ich mal eine Zeit lang wieder in der Sicht. Wollte mal auch wieder den Truck zeigen. Nehmen wir 20% Schaden. Sind jetzt eigentlich die Scheinwerfer kaputt? Nein, die Scheinwerfer gehen noch. Wäre ja eigentlich logisch, aber ich glaube nicht, dass sie daran gedacht haben, die Entwickler. Wäre eigentlich auch was für Eurotruck Simulator 3 heißt, zu sehen, dass man Schaden bekommt am Truck selber, heißt das doch, am Truck selber Schaden entsteht. Das wäre echt brillant, finde ich. Und ja, dann brummen wir mal weiter hier. Und wie gesagt, einfach mal bei Lego Herr der Ringe vorbeischauen, das Projekt da. Da bin ich wirklich mit vollem Elan dabei. Meiner Meinung nach, ja, Geschwindigkeitsüberschreitung leckt mich doch am Sack. Wenn es ehrlich ist, das ist so behindert, als ob der vor mir fährt fast genauso schnell wie ich und ich bin für Geschwindigkeitsüberschreitung. Das ist doch behindert, die Decke. Naja, da